Hallo und herzlich willkommen zu meinem Review des Aerocool Crewstar, ein MIDI Tower, welcher für knapp 26 Euro erhältlich ist. Ob und welche Abstriche man zu dem Preis hinnehmen muss und ob sich das Gehäuse dennoch lohnt, das soll dieser Test klären. Wie immer möchte ich zuerst mit ein paar äußeren Impressionen beginnen. Das Design der Front ist sehr aggressiv gehalten und größtenteils aus Klavierlackoberflächen bestehend. Das sieht natürlich recht schick aus, allerdings verstauben und verdrecken sie schon sehr schnell. Und wenn man mit den falschen Tüchern rüberwischt, kann es auch sehr schnell verkratzen. Insofern muss man hier etwas vorsichtig sein. Die Front lässt sich aufklappen und dahinter ist Platz für ein 5/4-Zoll-Laufwerk. Grundsätzlich bin ich ja ein Fan von solchen Designs, da sie eben dem Hersteller auch viel mehr Freiraum für das Design der Front bieten, ohne dass der 5/4-Zoll-Schacht direkt eingebunden werden muss. Die Türe selbst ist aber aus relativ dünnem Plastik und auch entsprechend wackelig. Wenn man sie aber die meiste Zeit eh zu hat, sollte das kein Problem darstellen. Über dem 5/4-Zoll-Schacht ist, wie man sieht, noch ein kleiner Card-Reader, haben auch nicht alle Gehäuse, gerade in der Preisklasse, insofern hier ein sinnvolles Feature. Frontanschlusstechnisch ist das Gehäuse der Preisklasse entsprechend spartanisch ausgestattet. Der Power-Button ist ein bisschen wackelig, lässt sich aber noch gut betätigen. Sonst haben wir ein USB 3.0, ein USB 2.0, natürlich Typ A und Kopfhörer-Mikrofonanschluss sowie einen kleinen Reset-Taster. Wir sehen im oberen Bereich wäre noch die Möglichkeit für zwei weitere USB-Anschlüsse gegeben. Diese hat allerdings nur die Advanced Edition des Gehäuses, diese kostet um die 7 Euro mehr. Oben auf dem Gehäuse wurde wieder mit Klavierlack gearbeitet. Daneben haben wir noch Meshgitter angebracht, sodass hier eventuelle Lüfter Luft einziehen oder auch rauspusten können. Positiv überrascht war ich von den Spaltmaßen des Gehäuses. Die sind wirklich 1A und ich habe bei Gehäusen, die das Vierfache kosten, schon deutlich Schlimmeres gesehen. Hier passt wirklich alles gut ineinander und wie man sieht, verzieht sich hier nichts und nirgendwo sind größere Lücken am Seitenpanel feststellbar. Das ist wirklich eine positive Überraschung, denn die meisten Gehäuse dieser Preisklasse, da will man lieber die Spaltmaße nicht genauer in Augenschein nehmen. Die Seitenwand ist mit einer Ausbeulung versehen, da drinnen ist ein mittelgroßes Sichtfenster untergebracht, welches leicht getönt ist. Die Ausbeulung selbst ist natürlich symmetrisch auf der anderen Seite vorhanden und kommt dort in erster Linie dem Kabelmanagement zugute. Werfen wir einen Blick auf die Rückseite, stellen wir schnell fest, dass das Layout hier noch etwas älter ist. Hinten wird zum Beispiel nur ein 80 mm Lüfter untergebracht, was mittlerweile ja schon recht ungewöhnlich ist. Und das Netzteil wird auch oben installiert. Das macht das Kabelverlegen wahrscheinlich nicht so einfach und den Airflow auch nicht optimal. Wie es dann aussieht, wenn man ein bisschen Hardware drin verbaut hat, werden wir uns natürlich später noch ansehen. Schauen wir uns das mitgelieferte Zubehör an, beginnend mit der sogenannten Anleitung oder dem Users Manual, welches aus einem gefalteten DIN A4 Blatt besteht. Hier wird einmal angezeigt, was dabei sein soll und wie die wichtigsten Einbauschritte aussehen. Ein DIN A4 Blatt in Schwarz-Weiß kopiert ist natürlich nicht das Beste. Dennoch muss man dem Gehäuse hier zugutehalten, dass überhaupt etwas dabei ist, denn viele Gehäuse dieser Preisklasse haben gar nichts mehr Richtung Anleitung dabei. Auch wenn die Komplexität eines Gehäuses dieser Preisklasse meistens nicht so groß ist, dass man unbedingt eine Anleitung brauchen würde, auch nicht als Anfänger. Das weitere Zubehör besteht aus einer kleinen Tüte mit Schrauben, einer Slotblende, da ja bereits eine fehlt und wenn man zum Beispiel nur die integrierte Grafik nutzen möchte, kann man die einbauen, zwei weiteren Standoffs sowie einen Speaker. Einen Speaker verbaue ich persönlich gar nicht mehr, aber viele machen das noch, insofern schön, dass hier noch einer mitgeliefert wird, gerade in der Preisklasse. Insgesamt fällt das Zubehör so aus, wie man es bei dem Preis erwarten würde. Der Speaker ist vielleicht noch ein kleines Highlight, der Rest sollte eigentlich selbstverständlich sein, also hier nichts besonders Positives oder Negatives zu vermerken. Werfen wir einen Blick in das Gehäuse, fällt uns direkt auf, dass das Layout doch etwas altmodisch wirkt. Deutlich wird das vor allem durch diese Wand an der Seite hier. Zum Glück haben wir hier zumindest entgratete Kanten. Scharfe Kanten konnte ich bei dem Gehäuse kaum welche finden. Die wurden meistens umgebogen oder abgefeilt. Normalerweise würde ich hier unten jetzt auf den Netzteilplatz eingehen. Das Netzteil wird ja aber oben installiert. Deswegen ragt das Mainboard fast bis ganz nach unten auf das Gehäuse. Wie das mit dem Kabelmanagement der Frontpanelanschlüsse aussieht, wird nachher natürlich noch spannend. Die Slotblenden sind leider nur zum Rausbrechen. Das ist etwas, was man in dieser Preisklasse aber zu erwarten hat. Und für alle, die nicht viel ihre Hardware ändern und nicht groß am PC rumschrauben, sollte das auch nur ein maximal kleines Ärgernis darstellen.
Hier sehen wir nochmal den kleinen 80 mm Lüfterplatz hinten, welcher in Zeiten, wo 140 mm sich bald schon als Standard durchzusetzen scheint, recht niedlich wirkt. 80 mm Lüfter sind aber dennoch einige gute auf dem Markt erhältlich, also es ist nicht so, dass man hier jetzt keine guten Lüfter mehr finden würde, wenn man entsprechend welche braucht. Die Hauptabluft wird wahrscheinlich aber oben bewältigt, denn hier lässt sich noch ein 120 mm Lüfter unterbringen. Warum nur einer, wenn hier doch zwei Öffnungen sind? Nun, wenn man ein Netzteil installiert, passt entsprechend nur noch einer hin. Wenn das Netzteil besonders lang ist, kann es auch da schon eng werden bzw. die Effizienz des Lüfters wird verringert. Vor dem Lüfter hier lassen sich HDDs oder SSDs installieren und haben damit einen direkten Luftstrom. Der beleuchtete 120 mm Lüfter, den man hier an der Front sieht, ist auch der einzige, der mitgeliefert wurde. Aber er verfügt über ein schwarzes Kabel, welches nicht negativ auffällt und kann entweder über 3-Pin oder 4-Pin-Molex angeschlossen werden. Lautstärketechnisch ist er unauffällig, wenn auch nicht silent-tauglich. Die Unauffälligkeit kann ich den Frontpanel-Anschlusskabeln leider nicht bescheinigen, denn diese sind komplett bunt. Gerade bei einem Gehäuse mit Sichtfenster würde ich mir doch zumindest schwarze Frontpanel-Anschlusskabel wünschen, auch mit dem Kabelmanagement, wo man sie vielleicht nicht so gut verstecken kann wie in anderen Gehäusen. Zum Glück ist das Sichtfenster aber ein bisschen getönt, so dass sie nicht ganz so sehr auffallen. Wäre das Sichtfenster komplett klar, würde das noch deutlich negativer ins Gewicht fallen. Da ich denke, dass man ein Gehäuse erst wirklich bewerten kann, wenn man einmal einen wirklichen PC darin zusammengebaut hat, werde ich genau das im nächsten Schritt machen und mein Testsystem im Gehäuse verbauen. Anschließend schauen wir uns an, wie das Ganze so aussieht und wo eventuell Probleme beim Bau aufgekommen sind. So, mittlerweile ist mein Testsystem im PC verbaut und man kann ihn dunkel durch das Sichtfenster erahnen. Wer also wirklich etwas sehen möchte, der sollte hier noch LED-Streifen anbringen. Entledigen wir uns der Seitenwand, fällt auf, dass es doch recht eng im Gehäuse zugeht. Gerade die Trennwand sorgt dafür, dass es mit Grafikkarten, welche ihre Stromanschlüsse oben haben, teilweise recht eng werden kann. Ich musste die Stromanschlüsse hier auf jeden Fall vorher anbauen, sonst hätte das nicht funktioniert. Die Frontpanelanschlüsse sind wie erwartet bei Full-Size RTX Mainboards ein Problem, da man sie nicht hinter dem Mainboard so leicht verschwinden lassen kann, ohne sie nochmal übers halbe Mainboard führen zu müssen. Hier würde ich empfehlen, wirklich die Kabel nochmal zu ummanteln, gerade wenn man mit LEDs arbeiten möchte, dann wird es noch deutlicher sichtbar sein. Das CPU-Stromkabel lässt sich auch eigentlich nur über das Mainboard verlegen. Das kann man zwar ein bisschen nach oben Kabel managen, sieht aber doch etwas unschön aus. Wenn man einen größeren Towerkühler installiert hat, fällt es vielleicht nicht so sehr ins Gewicht. Kühler sind ja außerdem bis 153 mm Höhe möglich, also die meisten Mittelklasse-Modelle sollten kein Problem darstellen. Dank der Ausbeulung an der hinteren Seitenwand war Kabelmanagement sonst eigentlich ganz gut möglich. Ohne diese wäre es auch sehr eng geworden, was die Kabel angeht. Insofern bin ich froh, dass man sich designtechnisch dazu entschieden hat. Hier sehen wir, dass das Ganze mit der HDD doch etwas eng wird. Ich musste das 24-Pol-ATX-Kabel schon ein bisschen biegen, damit es nicht mit dem SATA-Stromanschluss in Verbindung geraten ist. Und man konnte ihn doch nur mit etwas Druck aufstecken. Aber das liegt sicher auch am Mainboard und der Positionierung des Anschlusses. Das wird natürlich individuell anders sein. Kommen wir zum Fazit. Für wen ist das Aerocool CrewStar interessant? Nun, zum einen für alle, welche das Design schick finden und es sich gerne hinstellen möchten. Für alle anderen ist es nur geeignet, wenn sie auf keinen Fall mehr als 26 € ausgeben möchten. Denn auch wenn das Gehäuse für das, was es ist, recht gut ist und man es verwenden kann, wenn man sich ansieht, dass ein Aerocool Aero 500 nur 4 € mehr kostet, dann ist das veraltete Layout doch sehr deutlich und die 4 € sind mehr als gut angelegt. Hier ist die Konkurrenz aus eigenem Hause doch zu stark. Insofern baut ihr einen Budget-PC, wo wirklich jeder Euro zählt und ihr könnt euch mit dem Design anfreunden, dann ist das Aerocool CrewStar sicherlich eine Option für euch. Allen anderen empfehle ich, noch die 4 € mehr zum Aero 500 zu zahlen und eine deutlich bessere Ausstattung zu genießen. Das soll es mit meinem Review auch gewesen sein. Herzlichen Dank an Aerocool für die Bereitstellung des Gehäuses für diesen Test. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer bei einem Like und Abo natürlich sehr freuen. Und noch ein paar Worte in eigener Sache. Ich weiß, es war jetzt ein bisschen lange her, bis das nächste Video kam. Das liegt hauptsächlich daran, dass eine Ausbildung doch mehr Zeit in Anspruch nimmt, als ich ursprünglich gedacht hätte. Ich hoffe jetzt aber, wo sich alles etwas eingelaufen hat, wieder regelmäßiger Videos produzieren zu können. Sonst sehen wir uns beim nächsten Video wieder, ob es nun ein weiteres Review ist, ein Bauprojekt, das definitiv kommt, oder eine PC-Zusammenstellung. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss!